Sri Lanka liegt südlich von Indien, mitten im Indischen Ozean. Wir haben hier überwiegend Buddhisten im Land. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr chaotisches Land, wo alles anders ist als in Deutschland. Das merkt man in ganz, ganz vielen Lebensbereichen. Und selbst für uns ist es nach so vielen Jahren immer noch schwer, sich an bestimmte Sachen zu gewöhnen oder bestimmte Sachen einfach zu akzeptieren. Sri Lanka ist auf jeden Fall ein Land, wo Arm und Reich ziemlich nah beieinander liegen. Wir befinden uns hier in Maravilla in einer relativ einfachen und ärmlichen Gegend, würde ich sagen. Wenn man hier einfach die Küstenstraße entlang geht, da sieht man eigentlich schon, dass die Menschen in relativ einfachen Behausungen leben und nicht sehr viel haben zum Leben, teilweise nicht mal Strom oder fließend Wasser. Und die Mädchen, die zu uns ins Heim kommen, kommen eigentlich überwiegend auch aus solchen Verhältnissen. Das heißt, die mussten teilweise vorher einen Kilometer laufen, um zum nächsten Brunnen zu kommen, um dort ihr Wasser zu holen. Wenn man das jetzt eben mit dem Kinderheim vergleicht, dann ist das Kinderheim einfach wie so ein Luxushotel oder so. Weil hier ist ja wirklich, hier gibt es ja alles, was die Kinder brauchen. Und die Kinder haben hier einfach irgendwie so eine heile Welt, so eine eigene Welt. Und draußen ist es halt viel chaotischer. Die Mentalität der Menschen ist auch sehr gewöhnungsbedürftig und sehr unterschiedlich von unserer Mentalität. Aber man muss auch sagen, dass die Menschen hier alle super freundlich sind und hilfsbereit. Hier ist alles einfach so ein bisschen durcheinander, aber irgendwie sind die Menschen auch viel spontaner und können sich auch viel schneller irgendwie an neue Dinge anpassen. Ich meine, wie viel hier jetzt schon in den letzten 2 Monaten passiert ist, wo vielleicht deutsche Chefs irgendwie hinschmeißen würden und sich denken würden, ja, wie soll ich jetzt alleine den Laden hier schmeißen? Aber hier kriegt man das halt irgendwie hin. Also man denkt sich zwar immer so, wie klappt es denn, aber irgendwie geht es dann doch immer. Und die lösen halt ihre Probleme irgendwie auf eine andere Art und Weise.